Hallo Community, ich bin's, der Micha von Trader Online Video und Dirk und Carsten bespielen gleich die Wave of Light Structure Decks. Endlich wird es wieder Yugi-Duelle geben. Wir verlosen ein Structure Deck pro Duellvideo und packen noch ein Päckchen Ultimate Guard Supreme Seas mit dabei. Die könnt ihr gewinnen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Videos liked und kommentiert. Ja, dann seid ihr bei der Verlosung mit dabei. Ansonsten schaut nochmal in die Videobeschreibung rein und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß bei den Duellen zu Wave of Light. Trader, mit uns hast du gute Karten. Gut, dann legen wir los, würde ich sagen. Legen wir los. Ja, ich glaube, dass die Matches werden wahrscheinlich relativ schnell entschieden sein, weil wenn du eine stabile Starthand hast, dann kannst du relativ schnell den Gegner unter Druck halten. Genau, sehe ich auch so. Sehen wir mal, wer anfängt, genau. Genau, 1. Du hast die 1, ich würfel eine 3. Gut, dann möchte ich ganz gerne anfangen. Alles klar. Gut, dann auf ein gutes Match. Gutes Spiel. Oh. Böse Hand? Ja, doch. So, ich fange mal als erstes mit der Zuflucht im Himmel an. Alles klar. So, solange ich ein Feenmonster kontrolliere, erhalte ich keinen Kampfschaden aus Kämpfen, an denen ein Feenmonster beteiligt ist. Dann aktiviere ich in meiner Pendelskala leitende Ariadne. Solange ich die in der Pendelskala liegen habe, brauche ich für Konterfeinkarten keine Kosten erbringen, also sprich keine Lebenspunkte, Zahlen oder Handkarten abwerfen. Okidoki. So. Dann normal beschwöre ich Kraftengel Valkyre. Wenn ich die Aktivierung einer Zauber- oder Fallenkarte annulliere oder eines Monstereffektes, darf ich meine Lichtfee von meinem Deck auf die Hand nehmen. Ich kann diesen Effekt allerdings nur einmal pro Spielzug verwenden. So, dann setze ich noch eine Karte und beende meinen Zug. Alles klar, dann gehe ich in die Drawphase und ziehe. Gehe mal in die Manphase. Ja. Und aktiviere Valhalla. Halle der Gefallenen. Jetzt darfst du einmal pro Spielzug, wenn du keine Monster hast, eine Fee-Spezial beschwören. Von der, genau. Dann möchte ich mal kurz überlegen. Was ist das Problem? Lass ich dir das durchgehen, ja oder nein? Ja, ist okay. Ist okay, alles klar. Dann lasse ich da mal hinzukommen, die Zuflucht des Himmels. Ebenfalls wie du. Ja. Jawohl. Kriegen jetzt beide keinen Schaden mehr. Super. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Das könnte sehr lange dauern. Spezialbeschwörer, dann großzügiger Atem. Ja, okay. Jedes Mal, wenn eine Konterfalle aufgelöst wird, ziehst du direkt eine Karte. Genau. Und zwar während der Kette, falls es in der Kette bildet, ja. Das ist sehr schön. Mhm. Mach dann eine Normalbeschwörung mit Hero des Grünlichts und setze eine Karte. Ja. Dein Monster ist stärker als meins. Darum passe ich, du bist dran. Mhm. Dann ziehe ich. Ich werde dir unmittelbares fallen lassen. Du musst die Karte, die du gerade gezogen hast, dann erklären. Oder kannst du dagegen angehen? Das kontere ich mit göttlicher Bestrafung. Ich annulliere deine Karte. Okay. Dadurch aktiviert sich jetzt auch der Effekt von Kraftengel Valkyre. Weil ich eine Karte annulliert habe, darf ich mir jetzt noch eine Lichtfee von meinem Deck auf die Hand nehmen. Alles klar. So, die ist annulliert und zerstört. Genau. Und deine Resolved kann ich gleich eine Karte ziehen. Sofort nachdem sie. Das ist nicht. Ja. Das ist halt nicht abhängig, ob es meine oder deine war. Das ist richtig. Cool. So, dann suche ich mir mal eine Lichtfee raus. Bin ich mal gespannt. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit dem Denknetz. Ich glaube, ich weiß aber, welche ich nehme. Ich suche mir nämlich dann Minerva, Gelehrte des Himmels. Jedes Mal, wenn eine Konterfalle aktiviert wird, sofort nachdem sie aufgelöst wurde, kriegt diese Karte 500 Angriffspunkte obendrauf, und zwar dauerhaft. Solange ich Zuflucht im Himmel habe, kann ich dann noch zusätzlich eine Konterfalle mit einem anderen Namen als die aktivierte Karte von meinem Deck auf die Hand, von meinem Friedhof auf die Hand nehmen. Genau. Das heißt, ich kann quasi benutzte Konterfallen recyceln. So, dann als nächstes. Normal beschwöre ich Minerva, Gelehrte des Himmels, die ich gerade gesucht habe, und gehe auch mal direkt in die Battlephase. Alles klar.
Und da möchte ich ganz gerne mit Kraftengel Valkyre deinen Herold des grünen Lichts angreifen. Kriegt er durch Valhalla. Ach, durch die Zuflucht. Zuflucht, dann haben wir keinen Kampfschaden. Genau, dann greift noch Minerva deine Artemis an. Ja. Gut, so, zu guter Letzt setze ich noch eine Karte. Ja. Und beende meinen Zug. Jetzt hier wieder? Ja. Schick, schick, schick. Valhalla, Effekt? Ja. Spezielle Schwöre der Pascha. Oh. Irgendwie muss ich auf die Punkte kommen. Ja, das ist richtig. Geh in die Battleface und ja. Greif dann deine Valkyrie an. Gut, dadurch, dass ich auch die Zufuhr habe, gibt es wieder keinen Schaden. Genau. Das könnte sich jetzt ein bisschen ziehen. Dann setze ich und du wirst. Gut, dann ziehe ich. Top, jetzt kommt alles ein bisschen spät. Ich setze ein Monster in Verteidigungsposition. Und da ich sowieso keinen Schaden kriege, kann ich Minerva auch in Angriffsposition liegen lassen. Ich beende meinen Zug. Alles klar. Ich ziehe wieder und. Ja, nicht so viel. Ich greife einfach weiter an. Ich nach wie vor keinen Schaden, genau. Dadurch, dass ich den Fee kontrolliert habe. Weiter geht's bei dir. Gut. Ziehe ich. Interessant. Gut. Dann decke ich mal meine Eva auf. Okay. Die besagt, falls sie auf den Friedhof gelegt wird, kann ich zwei andere Lichtfeen von meinem Friedhof bzw. von meinem Spielfeld verbannen und die gleiche Anzahl Level 2 Lichtfeen von meinem Deck auf die Hand nehmen. Mhm. Diesen Effekt kann ich allerdings noch mal pro Spielzug verwenden. Das reicht allerdings auch aus. So, dann gehe ich in die Battle-Phase. Oh shit, okay. Und dann möchte ich gerne einmal angreifen mit Eva. Ja. Kommt irgendwas? Nein. Gut, dann während der Schadensberechnung aktiviere ich den Effekt von aufrichtig. Dachte ich mir schon. Genau, und dann wird dein Pascha zerstört. Und dann beende ich meinen Zug. Okay, Valhalla. Spezialbeschwörer eine Warte. Jawohl. Kampf der Zwerge. Ja. Normalbeschwörer die Eva. Sehr gut. Und. Ich habe schon wieder den DD Kobold, indem ich die aus dem Spiel entferne. Ah ja, okay. Dein Hanne-Water kommt dann wann zurück? Während deiner Standard-Phase war das, glaube ich, ne? Das müsste auf dem Kobold draufstehen. Ach stimmt, genau. Falls, ja. Während der deiner nächsten Standard-Phase. Ja, genau. Und gut. Der letzte Satz war es. Mhm. Ja, Tja, jetzt wäre ein Extra-Deck natürlich super, ne? Natürlich. Genau, dann mach du mal weiter. Gut, dann ziehe ich. Ah, grandios. Das wird immer besser. Gut, dann gehe ich einfach ganz normal in die Kampfphase und greife mit meiner Eva deinen DD Kobold an. Yeah. Und dann beende ich meinen Zug. Okay. So, hier ist der Byface, dann kommt eine Warte wieder. Kommt aber in der Position zurück, wie sie verwandt worden ist. Beschworen. Genau. Jo, dann greife ich mit der Eva deine Eva an. Gut, dann Effekt. Möchtest du deinen Effekt von Eva auch aktivieren? Nein, lass ich. Gut, ich aktiviere auf jeden Fall den Effekt von Eva. Und verbanne mir mein Aufrichtig und meine Kraftengel-Valkyre, um mir zwei Lichtfeen Stufe 2 von meinem Deck auf die Hand zu nehmen. So, Eva darf ich dafür nicht nehmen. Ich nehme Herold des orangenen Lichtes. Und Herold des violetten Lichtes. Die beiden haben die Gemeinsamkeit, dass sie einen Karteneffekt annullieren können. Jeder hat einen unterschiedlichen, indem ich sie und eine andere Fee von meiner Hand abwerfe. Der orangene Herold kann einen Monstereffekt annullieren. Und der violette kann eine Fallenkarte annullieren. So, du hattest ja angegriffen. Genau. Dann gebe ich ab. Gut. Mein Zug. Oh, sehr schön. Ich beschwöre Ernteengel der Weisheit. Der, wenn er durch Kampf zerstört wird und auf den Friedhof gelegt, das ist das Entscheidende bei ihm, dann kann ich meine Konterfalle von meinem Friedhof wählen und sie auf die Hand zurücknehmen. Recycler. Schön. Ja, kann man immer ganz gut gebrauchen.
Dann gehe ich in die Battle-Phase ja. und greife mit Ernteengel der Weisheit an. Gibt nach wie vor keinen Schaden. Und dann bist du dran. Das zieht sich jetzt schön. Ein bisschen. Okidoki. Ich räusche auch den Ernteengel der Weisheit. Ja, super. Greift dann an. Ja, sterben beide. Sterben beide. Willst du nichts recyceln? Das geht nur, wenn Eva auf den Friedhof gelegt wird. So. Ach, Moment. Ach so. Wollte ich gerade sagen. Stimmt. Guter Punkt. Danke. Ich nehme die göttliche Bestrafung zurück. Ich will nochmal was fallen lassen. Mhm. Mal gucken. Dann gebe ich ab. So, dann ziehe ich mal. Es wird echt immer besser, habe ich so das Gefühl. Komm, es wird mal Zeit, ein bisschen Schaden zu drücken. Ich beschwöre meinen Herold des orangenen Lichtes. Dann gehe ich in die Battle-Phase und da du jetzt freies Feld hast, greife ich dich mit 300 Punkten direkt an. Also fällst du auf 7700 Punkte. Das tut weh, nicht. Gut, und dann beende ich meinen Zug. Alles klar, dann ziehe ich. Ich nochmal beschwöre Leia der Erlöser. Juhu. Hauptsache Beatpower. Ja. Greif dann an. Ja. Auf den Herold. Setze und du bist. Das ist echt mies, dass keiner Kampfschau kriegt. Tja, solange wir natürlich Monster draußen haben. Genau. Ich setze eine Karte. Und ein Monster in Verteidigungsposition. Du bist dran. Verwandlung. Himmlische Verwandlung. Du hast nur eine Handkarte, ne? Ja. Cool, das finde ich witzig. Dann aktiviere ich meine Fallenkarte Licht des Gerichtes. Ja. Ich muss als Kosten normalerweise ein Lichtmonster von meiner Hand abwerfen. Leitende Ariadne sorgt dafür, dass ich die Kosten halt nicht erbringen muss. Jetzt habe ich zwei Effekte. Der erste besagt, dass ich mir deine Hand angucken kann und eine deiner Handkarten auf den Friedhof legen kann. Oder ich kann eine Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Ich hätte gerne den ersten Effekt. Ich möchte gerne ein Handkartenmonster auf den Friedhof schicken. Schade. Das ist schade. Kein Counter-Out dagegen? Greife ich allerdings mit der Layer der Erlöser noch an. Gut, dann wird man dir die Kobold leider vernichtet. Ja. Dann wär's das. Dann ziehe ich. Ich habe so schlecht gezogen. Ich setze mal eine Karte. Und ein Monster. Da bist du dran. Dann ziehe ich mal. Okay, das könnte ein bisschen was verändern. Ein bisschen. Dann rufe ich mal Melthiel, Weiser des Himmels. Hier ist, wenn meine Konterfalle aktiviert wird, sofort nachdem sie aufgelöst wurde, erhalte ich 1000 Lebenspunkte. Mhm. Und falls ich das tue und die Zuflucht des Himmels auf dem Spielfeld ist, kann ich eine Karte zerstören, die du kontrollierst. Okay. Jo. Dann gehe ich in die Battle Phase. Und greife dann leer an. Ja, damit mein grüner Hero zerstört. Und dann mit Melthiel. 1600 Punkte. Ja. Ja, endlich. Juhu. Dann falle ich auf 6400 Punkte. Gut. Fertig? Yep, fertig. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt was ziehe. Interessant. Mist. Verdammt. Das ist jetzt natürlich schade. Ja, da habe ich natürlich keine andere Wahl. Ich setze ein Monster und beende meinen Zug. Das ist schon mal sehr gut. Nochmal beschwöre den Kraftengel. Die Kraftengel-Kürbel. Ja,
Die kennen wir ja schon von genau, dir. Genau, die kennen wir schon von dir. Oh, jetzt hast du aber wirklich alles. Ich habe jetzt erstmal alles auf dem Feld. Du kannst mal schön Schaden machen, das ist cool. Greif dann mit Layer nochmal an. Ja. Yeah. Dann geht mein letzter hier rollt. Mit Miltil und Kraft einer Kürze. Genau, dann kriege ich insgesamt 3400 Punkte Schaden und fall auf 3000. Yeah. So langsam wird es doch knapp für mich. Damit gebe ich ab. Gut. So, Herz der Karten. Ja, das sieht nicht so gut aus. Ich setze mal eine Karte und gebe ab. Vielleicht machst du ja noch einen Fehler. Ich gehe die Battleface. Okay. Greif an. Ja, das reicht. Sehr cool. Das ist das Problem, wenn man einmal alles verbraucht hat und dann keine Karten nachzieht, dann sieht man da relativ schnell alt aus. Aber das ist vielleicht auch schon mal die Schwäche des Decks. Man könnte vielleicht ein paar Karten reinbauen, wo man nachziehen kann.